Bevor das Video losgeht, möchte ich euch daran erinnern, dass ihr diesen Kanal jederzeit kostenlos abonnieren könnt. Es würde mich sehr freuen. Der Kanal ist in letzter Zeit leicht gewachsen. Ich danke euch ganz herzlich und viel Spaß mit dem Video. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird nicht nach einem Skript geredet, heute wird nicht so schnell wie möglich auf so viel Information wie möglich gegangen. Heute reden wir mehr oder weniger frei, denn es geht um Jurassic World 3. Oh, das hat sich gereimt. Okay. Das ist der allerletzte Teil der Jurassic Park World Ära. Danach kommt nichts mehr und das sollte meiner Meinung nach ein ziemlich guter Film werden. Wie ich aber gelesen habe mittlerweile im Internet, vielleicht haben ja einige von euch den Film schon gesehen, ist der Film nicht so gut, wie wir erwartet hätten. Ich bin wirklich gespannt darauf. Ich werde mir diesen Film im Kino in 3D anschauen, wie immer. Ich gehe wirklich nur alle 4-5 Jahre ins Kino. Und das heißt, ich war 2015 im Kino, 18 und jetzt dann 22, immer wenn ein Jurassic Park Film rauskommt. Damn! Ja, was kommt denn dran in Jurassic World 3? Wir wissen nicht, ob es einen Abspann gibt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir den Film nicht angeschaut. Ich will nichts vorspoilern. Ich habe mir nichts gelesen, was mich irgendwie gespoilert hätte, weil ich will die Spannung halten. Was ich schon mal gut fand, ist, dass die Stars aus Jurassic Park zurückkehren. Damit meine ich Jeff Goldblum als Dr. Malcolm. Sam Neill als Dr. Alan Grant, das fand ich echt krass. Und Laura Dern als Dr. Ellie Sattler, die kennen wir ja alle aus der Szene in Jurassic Park 1, wo die den Brachiosaurus bewundert haben. Das war echt cool. Natürlich haben wir auch aus Jurassic World Chris Pratt als Owen Grady und Bryce Dallas Howard als Claire Dearing wieder mit an Bord. Dann gibt es noch weitere Wiederkehrer, aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail, könnt ihr euch überraschen lassen. Was ich halt gesehen habe, es ist einiges an Kritik gefallen. Angeblich kommt eine Action-Szene nach der anderen und das hat den Zuschauern, die den Film bis jetzt gesehen haben, nicht gefallen. Andererseits empfehlen viele Seiten trotzdem den Film und sagen, dass wenn einem die ersten zwei, also Jurassic World, die ersten zwei Teile gefallen hat, dann passt es, dann wird auch der dritte Teil gut werden. Ich bin wirklich darauf gespannt. Ich weiß nicht, auf was ich mich einlassen soll. Vielleicht ist es, bestimmt ist es was anderes. Wir kennen die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte basiert sich ja darauf, dass die Dinosaurier entkommen sind und jetzt überall in der Welt oder überall in Nordamerika, mehr oder weniger soweit ich weiß, Dinosaurier frei rumlaufen. Wir wissen, dass Menschen und Dinosaurier nicht koexistieren können und die Welt steht vor einem ökologischen Desaster. Es gibt Dinosaurier in den Meeren, es gibt die in der Luft und es gibt sie am Land, sowohl Fleisch- als auch Pflanzenfresser. Es ist das wirklich das krasseste Desaster passiert, was im ersten Teil schon gesagt wurde, damals 1990 oder 91, ich weiß nicht mal genau, wann der erste Teil rausgekommen ist, oder 93, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Leute, ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich erstmal, dass die alten Stars zurück sind. Wir werden sie ein allerletztes Mal sehen in einem Jurassic Park Film. Und ansonsten freue ich mich auch, Chris Pratt wiederzusehen, Bryce Dallas Howard. Die haben ja in den letzten 7 Jahren, seit 2015, die Jurassic World Ära begleitet. Und den Trailer habe ich mir auch schon angeschaut. Fand ich jetzt nicht schlecht, aber man hat jetzt schon im Trailer gesehen, es war sehr viel Action. Also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Orte, Luft, Wasser, Land und sehr, sehr viele verschiedene Situationen mit sehr vielen Dinosaurier-Spezies. Ich hoffe, es ist wirklich nicht zu viel Action und ich hoffe, das wird mir gefallen. Ich werde dann mit einem Video, mit einer genaueren Analyse dann nochmal kommen, wenn ich mir den Film angeschaut habe. Bis dahin, wenn ihr euch den Film nicht angeschaut habt, schaut ihn euch an, gönnt euch vielleicht noch den Trailer davor. Werde ich einen Link in der Beschreibung lassen. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da und tschüss.